Im vorhergehenden Video haben wir gezeigt, wie es immer möglich ist, in einer gebrochen rationalen Funktion p durch q den Grad des Nenner-Polynoms größer als den Grad des Zähler-Polynoms zu machen, nämlich mit Division. Und haben wir das dann gemacht, sind wir so weit, dass auf jeden Fall unser Nenner der höchste Exponent im Nenner größer ist als der höchste Exponent im Zähler. Und damit können wir dann eine Partialbruchzerlegung durchführen. So, jetzt gucken wir uns als erstes den Nenner an. Der Nenner hat ja auf einen Grad m. Damit hat er auch maximal m Nullstellen. Die nennen wir jetzt einfach mal x1 bis xm. Das sind irgendwelche Zahlen aus R. Wir suchen jetzt eine Darstellung derart, dass unten im Nenner x1, x2, xm auftauchen, also unsere Nullstellen, und irgendwelche Zahlen a1, a2 bis am, wobei diese Zahlen aus den reellen stammen, also die ai sind auch reelle Zahlen. So, wie kriegt man das hin? Am besten mit Hilfe eines Beispiels. Wir nehmen wieder unser Beispiel von Anfang. Das heißt, wir setzen jetzt wieder fort mit dem Teil, der noch zu integrieren ist, mit 6x² minus x plus 1 durch x hoch 3 minus x. Und wir haben jetzt gesagt, wir brauchen die Nullstellen im Nenner, also wir müssen x hoch 3 minus x als in Nullstellenschreibweise schreiben. Das ist x mal x minus x² minus 1, Entschuldigung. Und dies hier ist eine dritte binomische Formel, also ist das x mal x plus 1 mal x minus 1. Und jetzt sehen wir auch die Nullstellen. Damit ist x1 gleich 0, x2 gleich minus 1 und x3 gleich 1, denn ein Produkt ist genau dann 0, wenn ein Faktor 0 ist, also entweder ist dieser 0, also sprich x gleich 0, x plus 1 gleich 0, also wäre dann x gleich minus 1 oder x minus 1 gleich 0, damit wäre x dann gleich 1. Und das sind die drei Nullstellen. Diese drei Nullstellen nimmt man jetzt und versucht die Form, die wir hier oben eben graben hatten, unten abzubilden. Das heißt, hier steht minus 0, minus minus 1 und minus 1. So, jetzt haben wir schon fast die wesentliche Arbeit getan. Jetzt müssen wir nur noch, nein. So, jetzt müssen wir am Schluss dieses ja gleich dem haben. Wir wissen schon, der Nenner ist ja das. Das haben wir extra hier oben gerade so zerlegt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie sind a1, a2, a3 zu wählen. Dazu bringt man das wieder alles auf einen Bruchstrich. Also, wir gucken, mit was muss man erweitern, damit man hier unten x mal x plus 1 mal x minus 1 stehen hat. Wenn wir jetzt a1 anschauen, da haben wir das x, aber kein x plus 1 und kein x minus 1. X plus 1 mal x minus 1 war ja nichts anderes als x² minus 1. Dritte binomische Formel. Plus a2. a2 hatte als Nullstelle hier minus 1, also x plus 1 steht schon unten im Zähler. Es fehlt also noch der Faktor und der Faktor. Wir müssen also noch mit x² minus x multiplizieren. Und für x3 haben wir den letzten Faktor schon, für a3 den letzten Faktor schon im Bruch. Es fehlt also noch der erste Teil. Wir müssen also noch a3 mit x² plus x multiplizieren. So, jetzt ist eigentlich schon alles nahezu fertig.
Wir müssen nur noch ausmultiplizieren und ein bisschen sortieren. Das heißt, wir haben hier a1 x Quadrat minus a1 plus a2 x Quadrat minus a2x plus a3x Quadrat plus a3x. Und das Ganze durch, wir können ruhig x hoch 3 minus 1 dafür schreiben, das geht einfach schneller. So, jetzt wird ein bisschen umsortiert und ein bisschen geguckt. Was haben wir denn alles für x Quadrat? Hier haben wir ein x Quadrat hier oben stehen, hier haben wir ein x Quadrat, da haben wir ein x Quadrat und da haben wir ein x Quadrat. Wenn wir uns das jetzt angucken für x Quadrat, dann steht vor dem x Quadrat eine 6. Also muss die 6 gleich sein. a1 plus a2 plus a3. a1 plus a2 plus a3. Dann haben wir hier ein x. Wo kommt hier auf dem Bruchstrich ein x vor? Hier haben wir so ein x und da haben wir so ein x. Also für x gucken wir uns jetzt mal an. Okay, wir haben hier stehen minus a2 plus a3. Also minus a2 plus a3. Und das Ganze soll sein, hier oben das, was davor steht, nämlich eine minus 1. Und dann haben wir noch als letztes alles, was da ohne x steht. Da haben wir hier zum Beispiel eine a1 und sonst kommt das nicht vor. Also wissen wir damit, können das vielleicht x hoch 0 nennen, 1 ist gleich minus a1. Dann folgt aus dem Teil auf jeden Fall mal, dass a1 gleich minus 1 ist. Wenn a1 minus 1 ist, dann müssen a2 plus a3 gleich 7 sein und minus a2 plus a3 sind minus 1. Jetzt nehmen wir einfach den Taschenrechner, geben das ein und schauen, was herauskommt. Man erhält jetzt a2 gleich 4 und a3 gleich 3. Das heißt, letztendlich, wir können unseren Bruch, den wir hier oben haben, so zerlegen, das gilt 6x² minus x plus 1 ist gleich, das haben wir ja gerade eben rausgefunden, minus 1 durch x plus 4, das ist nämlich a2, 4 durch x plus 1 plus 3, das ist a3, durch x minus 1. Warum haben wir das alles gemacht? Wir haben das ja gemacht, um das Integral zu lösen. Das heißt, unser Integral 6x und so weiter ist gleich das Integral von minus 1 durch x dx. Das können wir integrieren. Und das ist minus ln x. Dann haben wir das Integral von 4, 1 durch x plus 1 dx. Das ist dann 4 mal ln x plus 1. Und noch das Integral von 3, Integral 1 durch x minus 1 dx. Und das ist dann 3 ln von x minus 1. Da wir keine Grenzen haben, schreiben wir hinterher noch ein Plus c dahinter. Und wenn wir jetzt das mit dem Ergebnis aus dem ersten Video zusammen haben, haben wir die Lösung des kompletten Integrals.